Hallo und herzlich willkommen bei Karlsruher Underdogs. Mein Name ist Nico. Und mein Name ist Martin. Wir beide studieren europäische Kultur- und Ideengeschichte am Karlsruher Institut für Technologie und möchten Ihnen, inspiriert vom Podcast Geschichten aus der Geschichte, eine Person aus der Karlsruher Historie vorstellen. Dabei weiß mein Gegenüber aber noch nicht, welche Person ich ihm gleich vorstellen werde. Viel Spaß! Ja, Martin, also wir sind heute da mit der Juli-Folge unseres Podcasts und wie immer wollen wir aber natürlich auch erstmal kurz auf die letzte Folge zurückschauen. Und weißt du noch, wen ich dir da vorgestellt habe? Ja, in der letzten Folge von Karlsruhe Underdogs hast du uns das Leben von Friedrich Hecker näher vorgestellt. Dieser, wie du uns ja vorgestellt hast, war einer der zentralen Köpfe vor und während der Deutschen Revolution von 1848 und 49, wo Hecker besonders herausgestochen hat und vielleicht für heute, aus heutiger Sicht auch noch ganz interessant ist, ist sein Hang zur Republik und vor allem zur demokratischen Herrschaft, der ihn auch ein bisschen von anderen Revolutionären abgehoben hat. Doch ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir gegen Ende der Folge uns ein bisschen auch kritisch mit dem Demokratieverständnis der Revolutionäre von 1848-49 auseinandergesetzt haben. Und da haben wir insbesondere über einen Aspekt gesprochen, der für unser heutiges Verständnis einer freien, gleichberechtigten, demokratischen Republik wesentlich ist, aber der für die Revolutionäre von vor 175 Jahren eigentlich noch kaum eine Rolle gespielt hat. Nico, weißt du noch, über welchen Aspekt wir da gesprochen haben? Aha, jetzt erwischst du mich natürlich auf dem falschen Fuß. Du meinst jetzt, was die sich vorgestellt haben unter ja, Demokratie? Genau, oder? So wie die sich Demokratie vorgestellt haben und wie wir uns heute Demokratie vorgestellt haben. Und ich sag mal, wir haben heute einen Teil der Demokratie, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ja, also wir verstehen heute einen Teil der Demokratie als ganz wesentlichen Teil, der aber früher da eigentlich keine Rolle gespielt hat. Aha. Und darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Okay, ja. Also ich kann dich auch ein bisschen jetzt aufhellen. Das ist ja, jetzt vielleicht ein bisschen, helft mir ein bisschen. Abstrakt. Also ich spiele auf das Frauenwahlrecht an, das ja, okay. 1848 und 49 weitestgehend noch keine zentrale Rolle gespielt hat, aber das wir uns heute in der heutigen Folge ganz ausführlich anschauen werden. Und da bin ich mal gespannt. Ja, genau. Also Nico, ich möchte dir heute eine der wichtigsten Vorkämpferinnen für das demokratische Frauenwahlrecht in Karlsruhe vorstellen. Und neben der Geschichte der allgemeinen Frauenbewegung in der Gesellschaft des Kaiserreiches werden wir uns heute auch mit Karlsruher Kommunalpolitik in der Weimarer Republik und der frühen Bundesrepublik beschäftigen. Und insbesondere die Themen Sozial- und Fürsorgepolitik und vor allem die Frage, was weibliche Politikerinnen mit diesen Themen zu tun haben, werden ganz wichtig. Nico, hast du bereits eine Ahnung, um welche Karlsruher Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin es sich in dieser Folge von Karlsruher Underdogs handeln könnte? Ich muss gestehen, ich könnte jetzt irgendwie was raten, aber ich weiß es nicht. Also ich habe wieder Tipps vorbereitet, aber ich muss mal gucken, wie gut die sind. Ich habe schon gedacht, dass wir am Anfang ein bisschen eher auf das Thema Frauenwahlrecht kommen. Und ich habe gedacht, die Tipps, die ich jetzt habe, die sind ein bisschen abstrakter. Mal gucken, wie gut wir da durchkommen. Alles klar. Also die Frau ist nicht nur die erste weibliche Ehrenbürgerin von Karlsruhe gewesen, sondern nach ihr ist auch im Citypark in der Südstadt ein Weg benannt. Und auch ein alten Wohnheim in Mühlburg trägt ihr Namen. Also wenn du da irgendwie die zwei Orte kennst, hast du vielleicht schon eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte. Wenn nicht, dann wird es wohl eine vollkommene neue Überraschung. Ich glaube, es läuft auf die Überraschung hinaus, weil also ich glaube, ich kenne das in Mühlburg, aber ich weiß nicht. Nee, du musst es mir sagen. Ja, die Rede ist von Kunigunde Fischer. Hast du schon mal von ihrem Namen gehört? Ah, ja, doch. Kunigunde Fischerhaus, das gibt's, ne? Genau. Ja, okay. Und also kennst du nur quasi den Namen von dem alten Wohnheim oder kennst du auch so ein bisschen die Frau dahinter, die dem Haus ihren Namen gab? Nein, ich kenne so der Frau, bis auf das, was du mir jetzt schon erzählt hast, nichts. Okay, ja, dann ist ja, wie wir
super Ausgangslage, ja, dann das ist mit optimal. viel Neuem zu erfahren. Also Kunigunde Fischer wurde, wie bisher fast alle der vorgestellten Karlsruher Underdogs, gar nicht in Karlsruhe geboren. Ich glaube, eigentlich streng genommen ist eigentlich nur die Katharina Würps in Karlsruhe geboren und eigentlich auch die damals in Klein-Karlsruhe, was eigentlich gar nicht zu Karlsruhe gehört hat. Also Also, eigentlich müssen wir unseren Podcast umbenennen. ja, naja, also Fischer hat wie die anderen auch später was mit Karlsruhe zu tun. Genau, aber gebürtig stammte sie aus dem kleinen mittelfränkischen Ort Speikern in der Nähe von Nürnberg. Dort wurde sie am 10. November 1882 als Kunigunde Bachmeier geboren. Ihre Eltern waren einfache Mühlenbesitzer und Landwirte. Nach dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Literatur, den ich zumindest überblickt habe, darüber wissen wir, oder zumindest was ich rausgefunden habe, nur sehr wenig über ihre Kindheit und Jugend in Franken. Und daher springen wir eigentlich auch gleich in das Erwachsenenleben von Kunigunde Bachmeier, wo dann auch ihr politisches Engagement beginnt. Im Jahr 1904 heiratete Kunigunde den Karlsruher Kaspar Fischer, dessen Nachnamen sie dann auch annahm. Kaspar Fischer arbeitete in Karlsruhe als Schriftsetzer für die Zeitung Der Volksfreund, was ein entscheidender Punkt für den weiteren Werdegang von Kunigunde Fischer war. Nico, jetzt gleich die nächste Frage. Hast du bereits schon mal von dem Volksfreund gehört, von der Zeitung, und hättest du eine Ahnung, in welche politische Richtung du diese Zeitung zuordnen würdest? Also ich habe noch nichts von dem Volksfreund gehört. Also allein vom Namensklang, in welche Richtung könnte es da gehen? Vom Namensklang würde ich vielleicht sagen, hat es mit der SPD. Ja, das ist eigentlich Volltreffer. Okay. Also der Volksfreund war von 1889 bis 1933 die Parteizeitung der SPD in Ach, die Karlsruhe und Parteizeitung so. Mittelbaden. Aber das darf man sich auch heute nicht so vorstellen, dass es jetzt nur so eine Zeitung für die Parteimitglieder war, sondern damals hatten eigentlich fast alle großen Tageszeitungen, waren Parteizeitungen oder standen einer Partei sehr nahe. Mit einer täglichen Auflage von rund 20.000 Stück war sogar der Volksfreund die zweitauflagenstärkste Karlsruher Zeitung in der Weimarer Republik, direkt hinter der liberalen badischen Presse. Also war wirklich ein aussagekräftiges Medium mit hoher Auflagenzahl. Der Volksfreund richtete sich, wie gesagt, an ein breites Publikum. Und es wurden dort natürlich sozialdemokratische Positionen vertreten. Später in der Weimarer Republik grenzte sich der Volksfreund von anderen Parteien ab und war vor allem ein entscheidendes Sprachrohr gegen den Nationalsozialismus. Da kann ich an der Stelle vielleicht schon verraten, dass der Volksfreund wahrscheinlich auch bei meiner nächsten Folge in 2 Monaten auch eine sehr zentrale Rolle spielen wird. Schon mal ein bisschen angeteasert, ja. Ja, also jetzt muss ich natürlich dann noch abliefern, aber das wird schon. Also so viel zum Ausblick zum Volksfreund und zurück zur Geschichte. Durch den Volksfreund kam Kunigunde Fischer der Karlsruher SPD nahe, politisch wie auch räumlich. Das junge Paar Kunigunde und Kaspar bezog in der Karlsruher Südstadt in der Schützenstraße eine Wohnung unweit vom sogenannten Volksfreundhaus, wo die Zeitung gedruckt wurde. Kunigunde Fischer wurde SPD-Mitglied, gründete im Frühsommer 1909 die Frauensektion der Karlsruher SPD und setzte sich von da an für die politische Partizipation von Frauen ein. Ja, an dieser Stelle kann man auch noch erwähnen, dass kurze Zeit später, 1916, die einzige Tochter von Kunigunde Fischer, Anna, geboren wurde. Aber genau, also zu diesem Zeitpunkt, zum Ende des Kaiserreichs, befinden wir uns ja noch einige Jahre von den ersten allgemeinen deutschen freien demokratischen Wahlen in der Weimarer Republik. Davor möchte ich aber einen kleinen Exkurs noch auf die politischen Partizipationsmöglichkeiten von Frauen im Deutschen Kaiserreich eingehen. Die politische Frauenbewegung insgesamt blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück. Erste vereinzelte Ideen des Wahlrechts für Frauen kamen bereits zur Zeit der Französischen Revolution auf. Dieser Revolution haben wir viele Wurzeln zu verdanken und hat viele Elemente, die sich dann halt später in der Demokratie und im modernen Staat niedergeschlagen haben. Aber wie wir am Anfang gesprochen haben, war die Vorstellung, dass Frauen aktiv den modernen Staat politisch mitgestalten oder gar demokratisch mitwählen durften, in der deutschen Staatenwelt des 19. Jahrhunderts eigentlich unvorstellbar. Dies änderte sich auch nicht mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871. Dort war eine politische Betätigung für Männer in Vereinen und Parteien in einem gewissen Rahmen möglich, doch galt in den meisten Teilstaaten des Kaiserreichs nach wie vor das preußische Vereinsgesetz von 1850.
Das Deutsche Kaiserreich gilt ja als Wahl, also was das Wahlverfahren angeht, als recht fortschrittlich, was jetzt die Männer betrifft, ne? War das nicht so, dass da irgendwie relativ früh das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt wurde? Ja, das wurde gleich mit der Gründung eingeführt und die durften ja auf Länder- und Reichsebene die Parlamente mitwählen. Natürlich auch nur mit begrenzten politischen Möglichkeiten, weil eben auch die Monarchie darüber stand. Aber ich glaube, gerade ein Aspekt, der ja so als sehr frühdemokratisch rausgegriffen wird, ist so die Kommunalwahlen, weil die dann halt schon in der Regel sehr demokratisch abliefen, wo halt die sich auf der Ebene halt demokratisch mitgestalten durften. Aber wie gesagt, auch da halt das reine Männersache. Und da wollte ich aus diesem preußischen V1-Gesetz zitieren, das seit 1850 entstanden ist. Dort heißt es wörtlich: Politischen Vereinen ist die Aufnahme von Frauenspersonen, Schülern und Lehrlingen verboten. Auch dürfen solche Personen nicht an Versammlungen und Sitzungen teilnehmen, bei denen politische Gegenstände verhandelt werden. Also Okay. ziemlich radikal. Ja. Zwar galten in Baden etwas liberalere Gesetze, aber dort waren Frauen auch in der längsten Zeit des Kaiserreichs von aktiven Beteiligungen in Parteien offiziell ausgeschlossen. Dies bedeutete aber noch lange nicht, dass Frauen nicht auch auf Umwegen Parteien mit ihrer Arbeitskraft unterstützen konnten. Typische Frauenarbeit, beispielsweise in der Karlsruher SPD zu dieser Zeit, war etwa das Einsammeln der Mitgliedsbeiträge oder der Abonnementgebühren des Volksfreundes. Nicht nur im Umfeld von Parteien, sondern auch im Vereinswesen konnten sich Frauen zum Ende des 19. Jahrhunderts schrittweise mal mehr, mal weniger stark politisch engagieren. Zwar betraf das Fehlen der politischen Gleichberechtigung und die zivilrechtliche Unmündigkeit der Frauen alle gesellschaftlichen Kreise. Dennoch waren die verschiedenen frühen Frauenbewegungen nur sehr begrenzt klassen- und schichtenübergreifend zusammengesetzt und verfolgten ganz unterschiedliche politische Ziele. Viele Frauenbewegungen wurden von Frauen aus dem gehobenen Bürgertum getragen. Darunter fällt ja auch der sicherlich dir bekannte überkonfessionelle Badische Frauenverein. Ja, habe ich mal gehört. Ja. 1859 von Großherzogin Luise von Baden gegründet, setzte sich der gemeinnützige Verein für das Wohlfahrtswesen und weibliche Bildung ein, verfolgte aber keineswegs radikale politische Ziele wie die Bildung einer demokratischen Gesellschaft oder das Wahlrecht für Frauen. In der Minderheit, aber dennoch zum Ende des 19. Jahrhunderts durchaus präsent, waren die proletarischen Frauenvereine. Eine wichtige Protagonistin dieser war beispielsweise die Sächsin und spätere Abgeordnete der KPD im Reichstag, Clara Zetkin, von der man vielleicht auch schon mal gehört hat. Diese forderte nicht nur die politische Gleichstellung von Mann und Frau, sondern auch gleichzeitig die Befreiung beider Geschlechter von den Fesseln des Kapitals. Ja, wenn auch etwas weniger radikal als Zetkin, war auch Kunigunde Fischer eine Vertreterin der demokratischen, proletarischen Frauenbewegung. Ihr überzeugtes Ziel war es, für Frauen die Gleichberechtigung nicht nur in der Politik, sondern auch insgesamt in der Gesellschaft und insbesondere in der Ehe zu erlangen. Damit war sie in der SPD nicht alleine. 1906 gab es etwa am Rande des SPD-Parteitags in Mannheim die erste reichsweite Konferenz von SPD-nahen Frauen, die in einer Resolution das Frauenstimmrecht forderten. Der nächste wichtige Schritt für die politische deutsche Frauenbewegung war das reichsweite Vereinsgesetz von 1908. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen so ein Spezialfall. Ja, nee, da habe ich nichts zuzusagen. Genau in diesem Vereinsgesetz von 1908 wurde Frauen reichsweit der Eintritt in politische Parteien erlaubt. Na, okay. Ja, genau, das nahm Kunigunde Fischer auch wahr und 1909 wurde sie gleichzeitig zur offiziellen Vorsitzenden der neu gegründeten Frauensektion in der Karlsruher SPD. Zudem bemühte sich Kunigunde Fischer in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg durch die Veranstaltung spezieller Frauenversammlungen die Attraktivität der SPD für Frauen zu steigern und Frauen von Parteieintritt und Partizipation zu überzeugen. Prominente weibliche Rednerinnen, wie etwa die Hamburger Frauenrechtlerin Luise Zietz, traten dort ebenso auf wie männliche SPD-Genossen. Themen wie etwa Kindererziehung oder Kinderschutz sollten speziell Frauen ansprechen. Die Vorträge fanden zumeist in Gasthäusern statt und wurden gelegentlich mit so lockerer Musik begleitet. Doch es fiel durchaus schwer, im Kaiserreich die Zielgruppe von Arbeiterinnen und Ehefrauen von Arbeitern auf diesen speziell für sie ausgerichteten Versammlungen anzusprechen und zu mobilisieren.
Nico, hast du eine Ahnung, worin zum Beispiel diese Probleme bestanden haben können? Also warum, ja, werden die Frauen nicht mobilisiert, obwohl man so diese Veranstaltung für sie macht? Würde vielleicht auch die Ehemänner sich so dagegen stellen und nicht wollen, dass die Frauen da teilnehmen und aktiviert werden oder sich beteiligen, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist durchaus ein Hauptgrund, dass halt so ja, es halt familiäre Verpflichtung gibt und das halt immer noch in dem Geschlechterbild der damaligen Zeit so fest verortet ist, dass halt die Frau um die Familie kümmern muss und da halt auch immer präsent sein muss. Das ist ein möglicher Hauptgrund. Aber sonst zum Beispiel ist halt auch gerade dieses Ansprechen von Arbeiterinnen ein bisschen problematisch, weil die ja gerade so in der Hochzeit der Industrialisierung halt eine wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung hatten. Und nicht jede Arbeiterin hatte nach einem langen Arbeitstag Lust und Zeit, bei solchen Veranstaltungen mitzumachen, was ja auch sehr verständlich ist. Es gab ja, wie du sagst, ja gar keine Freizeit dafür, ne? Also war ja nie nichts vorgesehen, sozusagen ein Tagesablauf, wo man noch hätte an sowas teilnehmen können. Ja, macht Genau. Sinn. Und ebenso halt bei Arbeiterinnen ein bisschen problematisch ist halt auch die Preise, die dort gezahlt werden mussten, weil das fanden ja in Gasthäusern statt. Und wenn man halt bei so einer Veranstaltung mitgemacht hat, dann war es halt mindestens erwartet worden, dass du halt für ein Getränk oder sonst was bezahlst. Darum ist auch das finanziell ein bisschen eine schwierige Hürde gewesen. Genau, neben solchen Veranstaltungen bildete auch die Presse, insbesondere die Parteizeitung Volksfreund, ein wichtiges Sprachrohr in Richtung der Frauen. Beispielsweise durch Überschriften wie „Das Verhungern am Tisch" oder „Die Opferung der Frau" aus dem April 1908. Wurde auf die prekäre Situation vieler Frauen aufmerksam gemacht und auch für ihre Interessen eingestanden. Ja, auch wenn die Forderung nach dem Frauenstimmrecht eine der Hauptforderungen der SPD des späten Kaiserreiches war, darf man nicht den Fehler machen und davon ausgehen, dass sich Frauen wie Kunigunde Fischer vorbehaltlos sich stets auf ihre männlichen Parteigenossen stützen konnten. Zwar unterstützen viele SPDler die Forderungen ihrer Mitstreiterinnen, jedoch standen auch zahlreiche Genossen diesen auch ablehnend gegenüber, entweder aus ideologischen Gründen, dass sie ein irgendwie anderes Familien- und Geschlechterbild hatten, auch teilweise ein bisschen aus eigener Machtpolitik, dass sie auch einen eigenen Machtverlust befürchteten, sollte die Partei für Frauen geöffnet werden. Ja, so während man sich halt im Rückblick, gerade halt bei der Betrachtung der Geschichte der SPD, gerne so eine sehr fortschrittliche und so innerparteilich geschlossene Bewegung vorstellt, darf man halt nicht vergessen, dass die Geschichte halt eigentlich immer ein bisschen komplizierter war und Parteien damals wie heute auch halt durch wirklich Grabenkämpfe von verschiedenen Machtblöcken geprägt sind und halt auch ja durch ständige Kompromisslösungen sich durchhangeln und ja, das ist halt alles wirklich ein politischer Kampfprozess war, sag ich mal, um sich da halt solche progressiven Themen durchzuarbeiten. Also das bürgerliche Familienbild war auch in diesen Bevölkerungsschichten durchaus das Vorherrschende. Ja, also ich meine, gerade die SPD im Kaiserreich und frühen 20. Jahrhundert ist ja wirklich eine sehr, sehr große Sammelbewegung und wirklich große Macht gewesen. Und dass es da natürlich verschiedene Vorstellungen gab, was halt das Thema Frauen betrifft, ist ja durchaus verständlich. Ja, wie groß die Reibungsflächen auch waren, sieht man ja dann nach dem Ersten Weltkrieg oder im Verlauf des Ersten Weltkriegs dann, wie die SPD mit sich ja selber ringt und auch sich spaltet und so weiter. Also Während also Frauen ab 1908 in Parteien eintreten durften und gerade die Anzahl der Frauen in der SPD langsam, aber stetig wuchs, war es ihnen aber weiter nicht erlaubt, ein politisches Amt anzutreten. Weder auf kommunaler, noch auf Länder- noch auf Reichsebene. Ein einziges liberales Land im Kaiserreich bildete aber eine gewisse Ausnahme, wo Frauen bestimmte öffentliche Ämter schon wahrnehmen durfte. Nico, kannst du dir vorstellen, welches Land im Deutschen Reich ich da meinen könnte? ich rate jetzt mal, dass es Baden war. Ja, da ist natürlich vollkommen richtig. Darum dreht sich ja der Podcast. Baden enttäuscht nie, ne? Das war jetzt aber nur die einfache Frage, welches Aha. Land es ist. Die schwerere Frage ist, für welche öffentlichen Ämter Frauen bereits im Kaiserreich in Baden antreten durften und quasi welches Amt sie besetzen und ausführen durften. Wahrscheinlich Ämter, die in direkter Verbindung mit Dingen stehen, die eben sozusagen in die Sphäre der Frau gerechnet wurden. Damit liegst du schon sehr, sehr richtig. Aber jetzt will ich noch ein paar konkrete Beispiele hören. So einfach lass dich nicht vom Du Haken. nagelst mich jetzt fest.
Ja, also Armenfürsorge, allgemein Fürsorge für Menschen, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist schon mal goldrichtig. Ja, dann lassen wir das Okay. mal so stehen. Okay, ja. Also Grundlage davon ist die Gemeinde- und Städteordnung, die in Baden im Jahr 1910 geändert wurde. Also quasi so die Grundregelung der kommunalen Verwaltung, wer für was Verantwortung hat und wie das alles aufgebaut ist. In den einzelnen Kommunen beschäftigten sich spezielle Kommissionen mit verschiedenen politischen Feldern und der Umsetzung neuer Maßnahmen. Und jetzt zitiere ich mal aus der Gemeindereform von 1910: Den städtischen Kommissionen für das Armenwesen, für Unterrichts- und Erziehungsangelegenheiten, für das öffentliche Gesundheitswesen und für sonstige Aufgaben, bei denen nach der Art des Gegenstandes die Mitwirkung von Frauen wünschenswert ist, müssen Frauen als Mitglieder angehören. Genauso in einem sehr, sehr speziellen und eingegrenzten Feld war es also hierbei Frauen erstmals möglich, ein Amt zu besetzen. Auffällig an der Gemeindereform sind zwei Dinge. Zum einen wurden Frauen erstmals die Mitarbeit in sozialpolitischen Ausschüssen erlaubt, also Arbeitsfeldern wie Armenpflege, Erziehung oder Gesundheit, die damals besonders der weiblichen Lebenswelt zugeordnet wurden. In eher männlichen konnotierten Politikfeldern, wie etwa dem Finanzausschuss, waren Frauen nach wie vor nicht erwünscht. Zum anderen unterstreicht aber das Wort müssen in der Gemeindeordnung gerade eine sehr interessante verbindliche Eingliederung von Frauen in eben jeden speziellen Feldern der Kommunalpolitik, was für damalige Geschlechterrollen durchaus ein großer Meilenstein war. Im Jahr 1913 gehörten in Baden insgesamt schon 18 Frauen solchen Kommissionen an. Beim ersten großen deutschen Frauenkongress 1912 in Berlin wurde auch die badische Gemeindeordnung begrüßt und für die anderen deutschen Staaten eingefordert. Aber trotz vergleichbar großen Mitbestimmungsmöglichkeiten blieb es aber dennoch auch badischen Frauen im Deutschen Kaiserreich verwehrt, sich kommunal aktiv beispielsweise im Gemeinderat oder der Stadtverordnetenversammlung zu beteiligen. Doch jetzt erstmal wieder zurück zu Karlsruhe. Kunigunde Fischer war seit 1912 mit Sitz und Stimmrecht in der Armen- und Waisenkommission der Stadt Karlsruhe vertreten. Neben der Stärkung der Frau war sozialpolitisches Engagement, vor allem Kinder- und Jugendfürsorge, ein zentraler Pfeiler in Fischers politischen Wirken, dem sie ihr gesamtes Leben nachging. Die Arbeit der städtischen Sozialkommission ging häufig Hand in Hand mit der Arbeit von Frauenvereinen. So beteiligten sich viele Frauen ehrenamtlich als Aufsichtsdamen der Pflegefamilien von Waisenkindern oder als Armenpflegerinnen. Nach und nach wurden die Ehrenämter in öffentliche Strukturen überführt und professionalisiert, wie etwa das 1915 gegründete Stadtjugendamt, wo sich auch Fischer sehr für einsetzte. Einige engagierte Frauen wurden dann auch von der Stadt übernommen und offiziell angestellt. Während des Ersten Weltkriegs war Fischer zudem Teil des städtischen Kriegsfürsorgeausschusses. Bei der Kriegsfürsorge wurden hauptsächlich die Familien der abwesenden Soldaten finanziell unterstützt, aber gleichzeitig auch von sogenannten Bezirksdamen streng kontrolliert, die da gucken, dass da irgendwie kein finanzieller Missbrauch stattfand. Also der nächste bahnbrechende Schritt hin zur Gleichberechtigung der Geschlechter erfolgte jetzt aber nicht in Karlsruhe, sondern wieder einmal in Berlin. Nämlich genauer gesagt am 12. November 1918 in Berlin. Nico, was verbindest du mit diesem Datum? Ja, also es ist ja, wir sind da sozusagen in der Phase direkt danach dem Ersten Weltkrieg und sehr, sehr, sehr umwälzende Phase für die deutsche Gesellschaft allgemein. Tatsächlich sind mir mehr so der 9. November vor allem so ein Begriff als Datum und jetzt weniger der 12. Aber ja, wir sind sozusagen so im Rahmen der Novemberrevolution und ja, du Also willst für wahrscheinlich auf den, was Spezielles ja hinaus. genau, für den 12. November, da sagst du schon ganz wichtig, also für den 12. November sind die Ereignisse vom 9. November ganz wesentlich. Also nochmal konkret gefragt, was passiert am 9. November in Berlin? Da wird die Monarchie gestürzt eigentlich, also die Ja. Republik ausgerufen. Genau. Und mit der Ausrufung der Republik geht dann ein paar Tage später ganz fest einher die Verkündung vom Frauenwahlrecht. Nämlich, wenn man es noch mal ein bisschen auseinanderdröselt, also im Zuge der deutschen Kriegsniederlage und der sogenannten Novemberrevolution wurde, wie wir gerade besprochen haben, am 9. November 1918 in Berlin die Republik ausgerufen und die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. Verkündet. Friedrich Ebert, Vorsitzender der SPD, wurde mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte betraut.
SPD und USPD, von der wir es ja vorhin auch kurz hatten, bildeten eine provisorische Regierung, den sogenannten Rat der Volksbeauftragten. Dieser wurde von Friedrich Ebert und Hugo Haase geführt und führte quasi das Kaiserreich in eine Republik über. Und genau dieser Rat der Volksbeauftragten veröffentlichte am 12. November einen Aufruf an das deutsche Volk. Also allgemein wurde in diesem Aufruf an das deutsche Volk ein neues Wahlrecht angekündigt und hat erstmals halt demokratische Wahlen und demokratische Machtverteilung auf dem gesamten Reichsgebiet angestrebt. Und da ist halt gerade für das Frauenwahlrecht eine Passage unfassbar wichtig, die ich mal zitieren möchte. Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Damit war auf einem Schlag das Frauenwahlrecht eingeführt, wofür sich demokratische Parteien wie die SPD oder Mitglieder der später geformten liberalen DDP, aber vor allen voran diverse Frauen seit Jahrzehnten eingesetzt haben. Ja, Nico, so auf internationaler Ebene gesehen, wie würdest du einschätzen, wie früh im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland so das Frauenwahlrecht eingeführt wurde? Ich glaube, da war Deutschland gar nicht so weit hinten dran. Also ich weiß von der Schweiz, dass das irgendwie erst 1971 oder so eingeführt worden ist. Auch in Großbritannien war nach dem Ersten Weltkrieg, so viel ich weiß, dann erst Frauenwahlrecht angesagt. Deswegen vielleicht so eine gute Mitte oder vielleicht sogar besser. Ja, also man kann, glaube ich, durchaus sagen, so unter den großen Industriestaaten, in modernen, eher westlich geprägten Staaten war das Deutsche Reich sehr führend mit dabei. Ja, Nico, und hast du auch irgendeine Ahnung, in welchem modernen Staat zum ersten Mal das demokratische Frauenwahlrecht eingeführt wurde? Oder wenn jetzt nicht genau speziell der Staat, in welcher Weltregion wir uns da befinden würden? Boah, das ist gar nicht mal eine so einfache Frage. Das heißt, das müsste wahrscheinlich schon im 19. Jahrhundert passiert Ganz sein. zum Ende des 19. Ganz Jahrhunderts. zumindest des 19. Ich Jahrhunderts. kann so viel sagen, da gibt es ein paar Streitpunkte, was jetzt so die erste demokratische Frauenwahl im modernen Staat war. Also man könnte da jetzt, meistens wird angeführt entweder 1883 oder 1884, aber beide diese Wahlen fanden im gleichen Kontinent statt und in der gleichen Region der Welt. Und ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet, dass die Region so die erste moderne Frauenwahl macht. Das heißt, wir sind auch außerhalb von Europa. Genau, also zum Beispiel so Skandinavien oder so, weil was man vielleicht so als erstes so in Richtung progressiver Politik vermuten würde, aber wir befinden uns außerhalb von Europa. Außerhalb von Europa. Wir befinden uns auch nicht in Nord- oder Südamerika. Nein, jetzt wird es schon ein bisschen einfacher. Jetzt können Und ja, das ist auch ja, ein bisschen halt aus unserer modernen Perspektive ist halt so ein, was wir so als moderner Staat verstehen. Also ich meine, bestimmt gab es halt auch schon irgendwie Kulturen vor Jahrhunderten, Jahren, wo Frauen irgendwelche Mitbestimmungsrechte hatten, aber jetzt so ein bisschen was, ich sag mal, wir so aus westlicher Perspektive als modernen Staat verstehen, da wird die Auswahl schon ein bisschen enger, was dann noch übrig bleibt vielleicht. Ja, ich bin trotzdem, wir sind nicht in Europa, nein. Das heißt, wir müssen eigentlich in Asien sein, oder? Nee, dann gibt es Du noch ein paar schüttelst andere hier irgendwie Kontinente. jetzt. Afrika? Nein. Oh, dann bleibt eigentlich so. Ah, Neuseeland, oder? Genau, Da. Neuseeland und Australien, die waren da führend mit dabei. Also wie gesagt, das ist ein bisschen schwerer zu beurteilen, wer da zuerst da war. Also in Neuseeland durften beispielsweise Frauen seit 1893 wählen, allerdings nur weiße Frauen, keine Ureinwohnerinnen. Und die durften auch nur wählen, aber sich nicht aktiv zur Wahl aufstellen lassen. Die erste Wahl, wo unabhängig von Rasse und nach gleichen Bedingungen wie Männer wählen durften, war 1894 in der britischen Kolonie South Australia. Ach, okay. Genauso wie gesagt, ich hätte das jetzt nicht vermutet. Ich weiß nicht, wie es Nö, ich dir auch geht. nicht, überhaupt nicht. Ja, dann vielleicht, Vor allem, dass vielleicht. es im kolonialen Kontext dann Genau, also eingeführt in wurde. Großbritannien, dazu kommen wir gleich noch, waren da 3 Jahrzehnte später. Aber die Kolonien schon fortschrittlicher. Genau, in Europa durften Frauen 1906 das erste Mal wählen. Da jetzt vielleicht die Frage, weißt du, welches Land in Europa? Ist auch ein bisschen tricky, die Frage, aber genau.
Hast du da eine Ahnung, welches Land in Europa das sein könnte? Wenn du sagst tricky, dann war es wahrscheinlich nicht Frankreich. Nee. Das wäre dann zu offensichtlich. War es dann in Skandinavien irgendwo? Ja, da ist auch ein bisschen die Frage, ob man es jetzt zu Skandinavien zählt, aber Also ja, Dänemark. nee. Was ist noch so ein Wackelkandidat, was mal Skandinavien ist, mal nicht? Normbacher, was gibt es denn in Finnland? Genau. Also Finnland, das war damals ja noch in Personalunion mit dem russischen Zarenreich geführt. Dennoch durften da Frauen das Parlament mitwählen. Das ist doch faszinierend, oder? Dass so, also das ist in Personalunion und da haben irgendwie die gleichen das Sagen, aber hier wird es zugelassen und da überhaupt nicht. Das ist Ich schon. meine, bei Großbritannien ist es ähnlich, Genau, dass da ja. die Kolonien was vollkommen anderes machen als das Heimatland. Ja. Und unter den großen Industriestaaten in Europa war Deutschland gleichzeitig mit Russland und Polen 1918 ganz vorne mit dabei. Die USA folgte 1920. Also man sieht halt, der Erste Weltkrieg und da so die Frauenarbeit und politische Emanzipation der Frauen hat da wirklich Großes geleistet. Das Vereinigte Königreich folgte erst 1928. Okay. Und in Frankreich durften Frauen erst mit der Vierten Republik 1944 mitwählen. Ach, okay. Hätte ich nicht gedacht. Genau, aber so viel jetzt zur internationalen Ebene und jetzt wieder ein bisschen zurück zu Deutschland. Jetzt auch wieder ein bisschen Spezialfrage. Nico, weißt du, bei welcher Wahl in der Weimarer Republik erstmals Frauen und Männer gleichberechtigt ihre demokratische Stimme abgeben durften? Wahrscheinlich bei der Wahl zur deutschen Nationalversammlung. Nee, da geht es wieder um ein spezielles Land. Und hast du eine Ach, Ahnung, welcher Teilstaat das diesmal sein könnte? ich gehe davon aus, dass es wieder Baden ist. Damit liegst du wieder richtig. Ja, Baden einfach das fortschrittlichste Land überhaupt. Ja, in gewisser Weise, wieso nicht? Genau, also die erste demokratische Wahl in Deutschland, zumindest in der Weimarer Republik, war die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung in Baden am 5. Januar 1919, aus der sich dann auch der erste badische Landtag zusammensetzte. 2 Wochen später, am 19. Januar 1919, fanden die ersten gleichberechtigten reichsweiten Wahlen der Weimarer Nationalversammlung, also quasi dem Parlament, statt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit waren Frauen auch zahlenmäßig die größte Gruppe der Wählenden. Das liegt halt unter anderem natürlich wegen den vielen männlichen Kriegsgefallenen. Viele Parteien, auch solche, die sich zuvor nicht für das Wahlrecht von Frauen eingesetzt haben, verfolgten nun die Strategie, ihrerseits Kandidatinnen auf Wahlzetteln aufzustellen, um attraktiv für Wählerinnen zu erscheinen. In den ersten Badischen Landtag, der im ehemaligen Karlsruher Ständehaus tagte, wurden 1919 9 weibliche Abgeordnete gewählt, die damit die ersten deutschen Parlamentarierinnen waren. Für die badische SPD wurde auch neben 3 weiteren Frauen Kunigunde Fischer gewählt, die ganz oben auf Listenplatz 3 stand, also der auch viele Chancen hat zugerechnet wurden. Ja, neben den Wahlen auf Reichs- und Länderebene durften Frauen auch erstmals auf kommunaler Ebene wählen und kandidieren. Die erste Kommunalwahl in Baden mit Frauenstimmen fand am 18. Mai 1919 statt. Obwohl Kunigunde Fischer zu diesem Zeitpunkt bereits Abgeordnete des Badischen Landtags war, ließ sie sich zusätzlich auf Listenplatz 4 der Karlsruher SPD bei der Kommunalwahl aufstellen. Zunächst wurde sie auch als Stadtverordnete gewählt, rückte aber im Oktober 1919 als Nachrückerin für den verstorbenen Stadtrat Karl Boning nach. Stadtverordnete und Stadträte sind jetzt wieder neue Begriffe, die einer gewissen Erklärung bedürfen. Bei der Betrachtung der Weimarer Republik beschäftigt man sich ja häufig nur mit der Politik auf Reichsebene oder so in Spezialfällen mit den Ländern und dann irgendwie auch häufig aus einem Blickpunkt von einem Scheitern der Republik. Also man guckt, wo steigen die Nationalsozialisten auf, an welchen Punkten kippt es. Was aber häufig vergessen wird, ist der Blick auf die kommunale Politik und vor allem auf das politische Tagesgeschäft, wo oft überzeugte Demokratinnen und Demokraten bis zum Ende der Republik wirkten. Nico, hast du dich schon mal mit Kommunalpolitik in der Weimarer Republik befasst und kennst du so etwa im Groben die Strukturen der kommunalen Machtverteilung? Du hast heute happige Fragen, muss ich sagen. Also nein, also intensiver mit der Kommunalpolitik habe ich mich da nicht beschäftigt und ich könnte jetzt auch nicht, also ich schätze mal, es war doch recht ähnlich zur Bundesrepublik organisiert.
Aber du wirst mich da sicher kleine Unterschiede, aber genauso. Ich habe jetzt mal so einen kleinen Exkurs zur Karlsruher Kommunalpolitik in den 1920er Jahren vorbereitet, wo man dann so ein bisschen sieht, wie halt so demokratische Kommunalpolitik funktioniert und was da so passiert. Also wählen, fangen wir mal so an, durften alle Stadtbürger und Stadtbürgerinnen Karlsruhes, die das 20. Lebensjahr erreicht hatten und deren Bürgerrechte nicht aberkannt waren. Diese wählten dann 96 Stadtverordnete, die zuvor von Parteien auf ihren Wahllisten nominiert wurden. Diese Stadtverordnete füllten ihr Amt ehrenamtlich aus und bildeten die Stadtverordnetenversammlung, also quasi das kommunale Parlament. In einem nächsten Schritt wählten die Stadtverordneten aus ihren eigenen Reihen 24 Stadträte. Dafür rückten dann wieder neue Leute in die Stadtverordnetenversammlung nach. Genau, die Stadträte und Stadträtinnen hatten mehr Kompetenzen, da ihnen die Verwaltung der Gemeinde anvertraut wurde. Sie hatten die Aufsicht über all das, wofür den Kommunen eine Kompetenz zustand. Dies betraf etwa die Verwaltung der städtischen Lehranstalten, das Gesundheitswesen oder die öffentliche Armenpflege. In verschiedenen Kommissionen arbeiteten Stadträte und Stadtverordnete zusammen zur Verwaltung der städtischen Einrichtungen. Stadträte und Stadtverordnete bildeten zusammen den Bürgerausschuss, der den Oberbürgermeister und die verschiedenen anderen Bürgermeisterämter wählen. Also kann sich das vielleicht so vorstellen, Stadtverordnete sind so ungefähr das Parlament, Stadträte vielleicht so ein bisschen so die Staatssekretäre, also so eine mittlere Ebene mit mehr Kompetenzen und die Bürgermeister in den verschiedenen Ämtern so ein bisschen vielleicht so das, was man so auf Reichsebene jetzt so als Ministerium verstehen würde. Das heißt, ein Gemeinderat in dem Sinne, also was Gemeinderat gab es nicht, sondern das war die Stadtverordnetenversammlung. Ja, so Gemeinderat und Stadtrat ist eigentlich identisch. Zumindest von dem, was ich jetzt auf dieser politischen Ebene verstanden habe. Genau, im Gegensatz zu den Stadtverordneten erhielten die Stadträte für den Zeitaufwand eine finanzielle Entschädigung. Die Amtszeit von beiden Ämtern betrug jeweils 4 Jahre mit der Möglichkeit einer Wiederwahl. In den 14 Jahren der Weimarer Republik fanden in Karlsruhe 4 Kommunalwahlen statt. Dort wurden 289 Personen in ein Amt als Stadtrat oder Stadtverordnete gewählt. Davon waren aber nur 30 Frauen vertreten. Das entspricht einem Anteil von knapp über 10%. Bei der ersten Kommunalwahl im Mai 1919 wurden zunächst nur 2 Stadträtinnen, Anna Richter und Matthias Matthais, und 10 weibliche Stadtabgeordnete gewählt. Darunter auch Kunigunde Fischer, die wie bereits vorhin erwähnt im Oktober in den Stadtrat aufrückte. In ihrer Zeit im Karlsruher Stadtrat war Fischer Teil der diverser sozialpolitischer Ausschüsse, die sich größtenteils um die Linderung der Not durch die Kriegsfolgen kümmerten. Fischer war daher Mitglied in der Kommission für das Armenwesen und Jugendfürsorge, der Volksschulkommission, der Kommission zur Beschaffung von Dienstkleidung und im Ausschuss zur Beratung von Lebensmittelfragen, also quasi diverse politische Felder. Es gab sogar einen eigenen Ausschuss, der sich um die städtische Milchversorgung drehte, dem Fischer ebenfalls angehörte. Ja, Fischer war es wichtig, dass Frauen in der Politik sich positionieren und eine eigene Meinung bilden, was ihnen so lange Zeit verwehrt wurde. Im Mai 1927 forderte sie etwa im Volksfront wörtlich: Die historische Forderung der Stunde muss auch die Frauen lehren, dass sie zu den politischen und wirtschaftlichen wie den kulturpolitischen Aufgaben Stellung nehmen müssen. Sie müssen wissen, wie sie zur Republik und Verfassung, zu freier oder gebundener Wirtschaft, zu Steuer und Zollen, zur Simultan- und Konfessionsschule stehen. Zwar forderte Fischer also eine umfangreiche Beteiligung von Frauen in der Politik. Auffällig ist aber, dass Kunigunde Fischer wie die anderen 5 Karlsruher Stadträtinnen in der Weimarer Republik fast ausschließlich nur in sozialpolitischen Ausschüssen beteiligt waren. Themen wie die Fürsorge und Erziehung waren in der Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts als ein weibliches Aufgabenfeld angesehen. Andere Politikfelder galten nach wie vor als reine Männersache. Ja, einerseits waren Frauen und Männer nach der Badischen Verfassung von 1919 gleichgestellt. Dort heißt es in § 9, alle Badener ohne Unterschied des Geschlechts sind vor dem Gesetze gleich. Vorrechte des Standes, der Geburt oder der Religion werden nicht anerkannt. Aber dennoch muss gesagt werden, war die politische Emanzipation der Frau ein langsamer Prozess, der in den 1920er Jahren noch alles andere als abgeschlossen war. Trotz verfassungsmäßiger Gleichstellung wurden Frauen zwar von den Parteien als Wählerinnen
ernst genommen, aber nicht für politische Ämter vorgesehen. Etwa an ein Ministeramt für eine Frau war in Weimar keineswegs zu denken. Der Kampf um die politische Emanzipation musste also fortgesetzt werden. Doch wieder mal zurück zu Fischer. Fischer blieb für die SPD nur eine Sitzungsperiode bis 1922 im Karlsruher Stadtrat. Bei der Kommunalwahl 1922 kandidierte sie nicht mehr. Ihren Sitz übernahm bis zum Ende der Republik 1933 die SPD-lerin Luise Müller. Fischer konzentrierte sich stattdessen auf ihr Mandat im Badischen Landtag, das sie ebenfalls bis zum Ende der Demokratie 1933 ausfüllte. Im Landtag arbeitete sie unter anderem im Verfassungsausschuss mit und saß im Ernährungsbeirat, der die Versorgung der privaten Haushalte nach dem Krieg koalitionierte, was ihr ein persönliches Herzensanliegen war. Auch außerhalb von öffentlichen Ämtern setzte sich Fischer in den 1920ern für den Aufbau des Karlsruher Fürsorgesystems ein. 1924 gründete sie etwa die Karlsruher Zweigstelle der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO. Nico, ist dir die AWO ein Begriff? Und weißt du, was die so macht? Die gibt es ja noch bis heute. Ja, die AWO ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ja, womit ich sie vor allem verbinde, ist tatsächlich mehr so aus meiner Jugend, dass da auch für Kinderfreizeiten veranstaltet wurden und so ja, Aktivmöglichkeiten geboten wurden. Ich glaube, sie machen auch sonstige so Fürsorge und Pflege. Ja, also Dienste bieten sie auch an. Also ich glaube, ja, wie du sagst, so Kinder- und Jugendfürsorge ist ein wichtiger Punkt, aber halt auch so, dass sie verschiedene Altenwohnheime oder Kindergärten oder auch irgendwie so, wie so Großküchen für so ärmere Menschen, also genauso ist halt sehr, sehr umfangreiche Organisation. Also zur Geschichte der AWO lässt sich sagen, dass die Arbeiterwohlfahrt ein Verein ist, der seit seiner Gründung 1919 eng mit der SPD und der Frauenbewegung verbunden ist. Gegründet wurde die AWO, die bis heute ein gemeinnütziger Verein ist, von der sozialdemokratischen Frauenrechtlerin Marie Juratsch. Vor allem von Frauen getragen, setzte sich die AWO in der Weimarer Republik für Menschen in prekären sozialen Situationen ein. Fischer war bis zum Verbot der AWO 1933 durch die Nationalsozialisten die Vorsitzende des Karlsruher Ortsausschusses. Bereits 1920 eröffnete die Geschäftsstelle in einem alten Bahnwärterhaus in der Bayertheimer Allee. Die AWO Karlsruhe hatte einen Fokus auf Kindererholung, also so Freizeitaktivitäten für Arbeiterkinder und Krankenpflege. 1929 wurde zudem eine Sozialküche für Bedürftige eröffnet. Im Zuge der Machtübernahme der Nationalsozialisten verbrannte die AWO ihre Mitgliederlisten in Karlsruhe, um Verfolgungen zuvorzukommen. Damit kommen wir auch schon ins nächste, ein bisschen düstere Kapitel der deutschen Geschichte. Und genau, Nico, was würdest du vermuten, passierte mit so einer engagierten Sozialdemokratin wie Kunigunde Fischer nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933? Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich erstmal aus den politischen Ämtern gedrängt wurde und dann womöglich auch in ein Konzentrationslager eingewiesen wurde. Ja, das geht auch wieder in die richtige Richtung. Also zunächst nach der Machtübernahme an den Nationalsozialisten wurde im Rahmen der sogenannten Verkleinerung der städtischen Kollegien die Gemeinderäte aufgelöst und die kommunale Stadtverwaltung dem Machtapparat der Nationalsozialisten gleichgeschaltet. Am 18. März 1933 wurde Fischer, wie alle Abgeordneten der SPD und KPD, des Bayerischen Landtags verhaftet. Eine öffentliche Schaufahrt in das Konzentrationslager Kieslau, die 7 andere Abgeordnete ertragen musste, blieb aber Fischer erspart. Stattdessen wurde sie mit anderen linken Parlamentarierinnen und Gewerkschaftlern bis zum 31. März 1933 in der Justizvollzugsanstalt in der Riefstahlstraße eingesperrt. Ja, was genau Fischer in der Zeit, in der sogenannten Zeit des Dritten Reiches, genau getan hat, das kann aus dem aktuellen Literaturstand nicht ganz genau erschlossen werden. Wir wissen nur, dass 1944 Kunigunde Fischer nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat erneut inhaftiert wurde. Ja, zwar hatte sie eigentlich persönlich keineswegs sich an dem Attentat beteiligt, jedoch bot dieses Ereignis für die Nationalsozialisten einen Anlass, Hunderte ihrer verbliebenen politischen Gegner, diese mehr oder weniger verdächtigten Teil des Attentats zu sein,
ja, wieder zu inhaftieren und weiter zu schikanieren und einfach quasi ihre Macht auszudrücken. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Kunigunde Fischer eine der Frauen der ersten Stunde, die sich aktiv am Wiederaufbau der Demokratie beteiligten. Sie appellierte erneut an Frauen, sich wieder erneut für die Politik einzusetzen. Die Frauen, die nach dem Krieg mal wieder deutlich in der Mehrheit waren, waren nach Fischer verantwortlich dafür, wie sich, so wörtlich, das Rad der Geschichte für die Zukunft drehen wird. Ihr Engagement für die politische Partizipation der Frau basierte nach wie vor auf einem Geschlechtermodell, das seine Wurzeln in gewisser Weise noch in der Gesellschaft des Kaiserreichs hatte. Bei ihrem Vortrag der ersten SPD-Frauenversammlung nach dem Krieg sagte sie etwa wörtlich: Die Frau und Mutter als Hüterin der Familie muss als Sozialistin in der Familie walten und das nie wieder Krieg in ihr Morgen- und Abendgebet einschließen. Ja, Nico, wie wirst du so diese Ansicht so einordnen? Ja gut, ich finde es erstmal seltsam, weil sie eigentlich bei der SPD verortet war. Ja, ich finde dieses Zitat wirklich ganz prägend, weil ich finde, da sieht man so ein bisschen diese Vielschichtigkeit aus Fischers Ansicht. Also zum einen ist sie halt bekennende Demokratin und auch unterstreicht damit die Rolle der Frau, dass sie auch wirklich irgendwie die Frau irgendwas bewirken kann und zeigt sich auch so ein gewisser Antifaschismus und nie wieder Krieg. Aber gleichzeitig sieht man da noch wirklich so ein sehr, sehr altes Geschlechtsbild irgendwie raus, wo halt die Frau wirklich noch so als Teil der Familie und so als Mutter vor allem wahrgenommen wird und halt auch ja auch quasi so ein gewisses sehr stark christlich geprägtes Weltbild wirkt da auch ja Das in ist, gewisser was ich Weise meinte durch. eigentlich, weil SPD hätte ich vor allem zu diesen frühen Zeiten eher mit einem Atheismus verbunden tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich da einfach so, weiß nicht warum, aber das hätte ich eher, weil aus diesem kommunistischen eher, das waren ja mehr so Atheismus und dass sie da so auch christlichen Einschlag zeigt, finde ich schon sehr spannend. Ja, finde ich auch. Man stolpert da ein bisschen drüber und es zeigt aber halt sehr, sehr, finde ich interessant, so ihr Ja, eine große Rollenverständnis. Vielschichtigkeit auch, aber auf Rollenverständnis, ja. Genau. Im Mai 1946 wurde Fischer erneut in den neu gegründeten Karlsruher Stadtrat gewählt, wo sie zunächst die einzige weibliche Abgeordnete war. Fischer konnte aber auf eine mindestens ebenso lange politische Erfahrung zurückblicken wie ihre 23 männlichen Kollegen. Abermals stand für sie im Zentrum ihrer politischen Arbeit die Linderung der sozialen Not der Zivilbevölkerung. Weiterhin betätigte sie sich in tendenziell weiblich geprägten Ausschüssen, wie etwa dem Fürsorge-, Wohnungs- oder Krankenhausausschuss. 1946 setzte sie sich erfolglos für die Bildung einer Ernährungskommission ein. Ebenso gelang es ihr nicht, städtische Zuschüsse für unterernährte Kinder in Erholungsheimen zu organisieren. Im Dezember 1946 gelang ihr aber die Wiedereröffnung der städtischen Haushalts- und Frauenschule. Für die Mitte 60-jährige Fischer war eine geschlechterspezifische Ausbildung von Mädchen immer noch sehr wichtig. Jedoch nahm ihre politische, soziale Arbeit so viel Zeit in Anspruch, dass sie etwa die Mitarbeit im Ausschuss zur Entnazifizierung ablehnen musste. Ihrer Ansicht nach hatte die Überlebensarbeit Vorrang vor der Vergangenheitsbewältigung. Lediglich mit der Zugehörigkeit beim Finanzausschuss wagte sich Fischer 1958 in ein klassisch männlich geprägtes Politikfeld. Kunigunde Fischer gehörte in dem Karlsruher Stadtrat bis ins Jahr 1959 an. Ja, Kunigunde war ebenfalls maßgeblich am Wiederaufbau der Karlsruher Arbeiterwohlfahrt nach Kriegsende beteiligt. Diese war von Grund auf neu zu gründen, da die Nationalsozialisten die AWO völlig zerschlugen und ihr Vermögen einzogen. Die Geschäftsstelle eröffnete in der Kronstraße erneut. Mit der Zustimmung der alliierten Besatzungsregierung wiedergegründet, wurde Karl Siebert Erster und Kunigunde Fischer zweite Vorsitzende der Karlsruher AWO. Im März 1946 eröffnete die Wohlfahrtsküche auf dem Sportplatz der Freien Turnerschaft. Im August desselben Jahres wurde ein Kindererholungsheim auf demselben Sportplatz für etwa 500 Kinder errichtet. Im Oktober 1946 eröffnete der erste AWO-Kindergarten in Durlach. Zwei weitere folgten in den nächsten Jahren. Nach und nach wurde die Geschäftsstelle in der Kronstraße ausgebaut und diente unter anderem als Heim für alleinstehende Frauen, als Seminarraum oder als Mädchenclub.
Da die AWO in den ersten Jahren finanzieller Probleme gegenüberstand, war sie auf ehrenamtliche Arbeit vieler Frauen angewiesen, die etwa Spenden einsammelten oder Kleidung nähten und verkauften. Als Teil der Karlsruher Notgemeinschaft organisierte die Arbeiterwohlfahrt auch die sogenannten Hoover-Speisungen mit. Dies waren aus dem Ausland finanzierte Massenspeisungen für bedürftige Schüler und Schülerinnen in Großküchen. Ja, Kunigunde Fischer wurde mehrfach für ihr Engagement und Lebenswerk ausgezeichnet. 1957 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im Jahr 1956 wurde ihr die Ehrenbürgerschaft der Stadt Karlsruhe verliehen und Fischer war damit die erste Frau, der diese Auszeichnung verliehen wurde. 1966 wurde ein Altenwohnheim namens Kunigunde Fischerhaus in Mühlburg, das wir ja vorhin schon mal erwähnt hatten, nach ihr benannt. Und Kunigunde Fischer starb am 21. Februar 1967 im Alter von 84 Jahren in Karlsruhe. Und posthum wurde 2017 noch ein Weg in der Südstadt ebenfalls nach ihr benannt. Genau, und damit kommen wir zum Ende von einer, wie ich sagen würde, sehr, sehr außergewöhnlichen und sehr, sehr beeindruckenden Biografie. Nico, was willst du so zum Leben von Kunigunde Fischer sagen? Ja, erstmal vielen Dank, Martin, für diese sehr spannende Biografie, die du uns heute vorgestellt hast. Und ja, auf jeden Fall eine faszinierende Persönlichkeit. Und ich finde auch sehr gut, wie du das eingebaut hast in wirklich eine kurze Geschichte des Frauenwahlrechts, muss man ja sagen. Also da habe ich sehr viel Neues erfahren und war auch sehr erhellend. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie das eigentlich auch bei ihr anfing. Schon sehr früh hat sie sich ja eigentlich für Politik scheinbar interessiert und dann auch immer die Möglichkeiten genutzt, die ihr sozusagen die Zeit gegeben haben, sich da zu engagieren, und ist ja dann auch bis ihr ganzes Leben diesem Engagement eigentlich treu geblieben. Und man sieht, wie das ist eigentlich auch, finde ich, das Coole jetzt, muss ich sagen, an unserem Podcast irgendwie eben diese lokalen Verflechtungen und wo eigentlich auch so lokal das alles herkommt, was man dann eben jetzt wie AWO zum Beispiel dann auch kennt und welche Personen da eigentlich dahinter stehen. Und ja, ich fand eine rundum gelungene Folge. Ja, vielen Dank. Also so, dass ich so stark auch so das Frauenwahlrecht eingebettet habe, dazu komme ich gleich nochmal, wenn ich so über die Literatur spreche, weil es gibt gar nicht so viel wissenschaftliche Literatur bisher zu Fischer, darum habe ich das so ein bisschen zu ihrem Leben, das ich rausgefunden habe, dann quasi so ein bisschen eine größere Geschichte verpackt, weil ich dachte, dass sie da eine ganz gute Vertreterin ist und so einige Lebensabschnitte jetzt ein bisschen übersprungen. Aber ich finde persönlich Fischer da auch wirklich eine wahnsinnig interessante Vertreterin von dieser Geschichte der Frauenbewegung, weil sie eben diese ganzen Phasen so immer mitmacht und da einfach so eine typische Vertreterin ist. Also wenn man sich halt diesen langen Emanzipationsprozess vorstellt, der da schon im Kaiserreich beginnt, bis halt in die frühe Bundesrepublik, also quasi erst dürfen Frauen nicht in Parteien sein oder irgendwie politisch überhaupt irgendwas machen, das umgeht Fischer schon ein bisschen, und dann als Frauen halt in Parteien sein dürfen und Ämter besetzen dürfen, ist Fischer direkt vorne mit dabei und setzt sich sehr dafür ein und natürlich auch, ja, zwar als dann das Wahlrecht und die Ämter geöffnet wurden, was ja dann noch ein langer Weg hin bis zur Gleichberechtigung und bis dahin, dass Frauen wirklich politisch ernst genommen wurden und auch höhere Ämter besetzen dürfen. Und da hat halt Fischer auch die ganze Zeit für gekämpft, dass halt Frauen nicht nur als Wählerinnen verstanden werden, sondern auch wirklich als Politikerinnen wahrgenommen und ernst genommen werden. Und ich finde quasi diese lange Geschichte der Frauenbewegung, zumindest ausgehend vom 20. Jahrhundert, das finde ich, sieht man in ihrem Leben wahnsinnig deutlich, wie die so verlaufen kann. Und weil du es auch angesprochen hast mit der Literatur, hast du da, welche Bücher waren da für dich maßgeblich? Ja, genau, das kann ich am Ende noch mal ein bisschen zusammenfassen. Das, wie gesagt, es gibt bisher noch keine große wissenschaftliche Monographie, die sich jetzt nur mit der Biografie von Kunigunde Fischer auseinandersetzt, was auch ein bisschen schade ist, weil ich glaube, das hätte sie durchaus verdient. Aber Fischer wird in mehreren Aufsätzen erwähnt, die sich vor allem mit der Karlsruher Frauenbewegung auseinandersetzen. Und da wird die mal mehr, mal weniger ausführlich erwähnt. Mhm. Beispielsweise vorkommt sie etwa im Band Karlsruher Frauen 1715 bis 1945 vom Stadtarchiv Karlsruhe.
Oder auch in dem Buch Frauen im Parlament, Südwestdeutsche Abgeordnete seit 1919, wo die verschiedenen Parlamentarier in Baden und Württemberg mit einer eigenen Mini-Biografie vorgestellt werden. Ja, das Buch ist von Ina Hochreuter. Besonders ausführlich mit der Karlsruher Kommunalpolitik in der Weimarer Republik und ersten Stadträtin setzt sich der Aufsatz Karlsruherinnen machen Politik, die Stadträtin der Weimarer Republik von Leonie Richter im Band Aufbrüche und Krisen, Karlsruhe 1918 bis 1933 auseinander, auf dem ich mich maßgeblich gestützt habe. Man muss dazu sagen, auch der Band Aufbrüche und Krisen ist erst vor kurzem erschienen, ist gar nicht so alt. Die sonstige Arbeit zur Frauenbewegung in Karlsruhe basiert hauptsächlich auf Arbeiten aus den 1990er Jahren, die jetzt vielleicht für historische Maßstäbe noch halbwegs aktuell sind, aber man muss auch ehrlich sagen, dass jetzt in den letzten Jahren leider nicht so viel passiert. Genau, und noch einen ausführlichen Fokus auf Politikerinnen und quasi die Rolle der Frau in der Nachkriegszeit findet man zudem noch in den beiden Werken Zwischen Trümmern und Träumen und den weiblichen Einfluss geltend machen von Barbara Gutmann, auch aus den 90ern und frühen 2000ern. Alles klar, ja, aber gibt dann schon ein paar Bücher, wo man wirklich, wenn das einen noch weiter interessiert, sich auf jeden Fall mal auf Ja, also es gibt die da eine Reise ganze begeben Riege, vor kann. allem an Historikerinnen, die sich halt mit der Frauenbewegung auseinandergesetzt haben. Es gibt dann natürlich noch weitere spannende Personen. Ich habe jetzt so ein bisschen vielleicht so die Hauptprotagonistin da rausgegriffen, wo ich aber trotzdem meine, dass man die vielleicht trotzdem nicht so kennt, aber es gibt natürlich auch viele andere Frauen, die sehr, sehr engagiert quasi für ihre Rechte und Gleichstellung eingetreten sind, die man dort auch findet, aber für die jetzt heute leider keine Zeit war, sich ausführlicher mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber stellvertretend eben Kunigunde Genau. Fischer. Ja, Ja. dann würde ich mich nochmal bei dir herzlich bedanken, Martin. Und ja, wenn du nichts hinzuzufügen mehr hast zu der heutigen Folge. Also der inhaltlich habe ich nichts mehr hinzuzufügen, nur noch zum Podcast an sich. Wir Zum waren ja Feedback. nach, ja, kurz, also nochmal, es hat mir letzte Folge ja schon erwähnt. Bisher waren wir immer auf Spotify und auf dem Campusradio zu hören. Und seit kurzem sind wir jetzt auch erstmals auf YouTube vertreten. Bei dem YouTube-Kanal vom Campusradio Karlsruhe kann man jetzt auch unsere Folgen ebenfalls nachhören. Und genau über Feedback und Anmerkungen, also was freuen wir uns natürlich weiter nach wie vor. Dort könnt ihr uns erreichen auf Twitter oder als Mail bei karlsruheunderdogs@posteo.de, alles zusammengeschrieben. Und dann meinerseits wünsche ich euch noch viel Spaß und dann bis zum nächsten Monat, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.